Bei bestem Kasseler Wetter, hallo zusammen. Das ist tatsächlich eins der besseren Wetter in letzter Zeit. Die Dame muss zum TÜV, damit ich sie endlich soweit fit kriege. Ist jetzt mehr oder minder, sollte alles gemacht sein. Ich habe schon meinen Stempel gesetzt und habe Musik auf dem Ohr. Tank ist voll, die Sonne scheint. Komische Flecken auf dem Sattel. Und dann gucken wir mal, ob die Dame auch brav macht. Na also, jetzt mal hier diesen halb kaputten Choke ein bisschen aus. So. Und Aufi. Ist ein bisschen frisch, um nicht zu sagen fucking arschkalt. Und ich bin natürlich nicht in meinem Neoprenanzug unterwegs, was vielleicht die bessere Idee gewesen wäre. Aber wat mut, dat mut, ne? Die Nuss. Oh Gott, es gibt praktisch nichts, was ich mehr gefährlich finde als nasse Schienen mit Kopfsteinpflaster. Und Autos, die nicht gucken, danke sehr. Blinker gehen auch, das war ein Akt, das sage ich euch. Die Elektrik war alles andere als, sagen wir, es war ein Mischmasch aus. Uiuiui. Aus Factory und selbstgemacht oder so. Boah, Alter. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Was ein Wetter. Ich hoffe, dieses Motorrad weiß das zu schätzen. Boah. Alles über 60 ist so arschkalt. Das lasse ich lieber. Da lalüt. Wo will der lang? Dann lassen wir den mal vor, der hat's eiliger. Ich brauche Fahrtwind, sonst läuft mein Visier an. Ich hoffe mal, der Herr vom TÜV lässt sich belabern, wenn ich sage, ja, das muss alles noch gemacht werden und das. Und ja, die Gasannahme ist ruckelig und die Bremsen müssen ausgetauscht werden und die Reifen und der Motor gecheckt und die Kupplung gecheckt und der Lenker ausgetauscht und die Bremszüge erneuert und boah. Naja, Projektbike. Ich wollte es ja nicht anders. Also ich muss sagen, Tempo 100 auf der hier kommt mir vor. Das ist so wie 200 auf der anderen. Ja, ich habe ganz vergessen, dass diese alten Zweizylinder sich fahren, wie als wäre der Tank immer fast leer. Dieses. Ach, verdammt, und hier kann man. Nur rechts, echt. Ach, Schüssel, Manissel, ich muss nämlich dahin. Ein antikes Motorrad. Das Fred Feuerstein-Modell. Da ist die Kfz-Dingsbums und da kann ich nicht rein. Wisst ihr was? Da kann ich rein. Man muss nur wissen, wie. So, da ist Summer. Und aus die Maus. So, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch TÜV mitgebracht. Die alte Dame ist also so fit wie ein junges Reh. Ein Grund zum Feiern. Ah, idyllisch. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, das Bike so wachsen zu sehen, wie ich es am Ende haben will. Das ist sicherlich keine High-Class Build-Series wie von diversen amerikanischen Kumpanen. Dazu fehlen mir Budget und Zeit. Aber ich denke, auf so einer recht puristischen, grauen, leicht angerosteten Mühle kann man durchaus was machen, was ein bisschen klassischer ist, ein bisschen mehr Rundform als dieser eckige Neokack. Und dann wird das. Und Kopfsteinpflaster. Oh, scheilige Bimbam. Oh. Das ist besser als auf der anderen, aber es ist alles andere als angenehm. Ei. Ui. Alter. Oh, wer macht denn sowas? Wieso denn? Wir haben noch keine Kutschen mehr. Oh. Was ist da? Au. Ich wette, wenn ich jetzt Gas gebe, dreht das. Oh ja.
Da dreht aber das Hinterrad durch. Also auch wenn es eher ein zielgetriebenes, TÜV-orientiertes kleines Video war, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kommt definitiv spätestens ab 1.4. wieder volle Möhre. Und ansonsten, wenn ich mit der hier ein bisschen weiterkomme, jedes Mal gibt es eine Testfahrt, dann nehme ich euch mit. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher!